Hallo zusammen, hier ist mal wieder Forstelt. Ich wollte heute ein Video aufnehmen, einfach nur, ich sag mal, ohne besonderes Ziel oder so, einfach nur eine kleine Pirsch, dass mal wieder ein bisschen Content auf meinen Kanal kommt. Dazu haben mir Hirschfelden in den Abendstunden oder in den Nachmittagsstunden ausgesucht. Ich starte hier an meinem Zelt. Ich nehme als Waffen mit die Buffalo 4570, also die Büffel, die klassische Büffelwaffe. Mit dem Steinschloss, mit dem Einzelschuss. Oh, Fuchscall, den Pulsarbogen als leise Waffe und dann noch den kleinen 357er Revolver. Okay, dann schauen wir mal. Den Fuchs habe ich jetzt verpasst. Gefühlt hätte ich gesagt, der kommt von hinten. Ich wollte jetzt eigentlich Richtung Norden ziehen und mache das jetzt auch mal. Lad mal die Waffen durch. Vielleicht callt der Fuchs ja nochmal oder wir kriegen ihn gleich einen Anblick. Dran denken, bei dem neuen Bogen. Ups. Moment. Bei dem neuen Bogen müsste er auch durchladen oder beziehungsweise ihn aufmunitionieren. Was ist denn da? Nichts. Okay. Das ist jetzt schon ein paar Mal passiert. Da hinten sitzt ein Fasan auf dem Feld. Der interessiert uns jetzt nicht so wahnsinnig. Ich gehe jetzt mal gen Norden, nachdem ich den Fuchscall nicht aufnehmen konnte, nicht genau wusste, wo er ist. Ist ohne Ansitzeinrichtung ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß, aus welcher Richtung der Fuchs kommt, den zu bejagen. Ja, wie gesagt, kein konkretes Ziel. Wir gucken mal, was wir so kriegen können. Ich gehe hier am Anfang immer leicht schräg, um mal auf beide Felder geguckt zu haben. Hier ist jetzt erstmal nichts. Jetzt laufen wir mal davor. Ich werde hier versuchen, das ein bisschen uncut zu machen und dann die langweiligen Sequenzen in einem Fast-Forward-Modus mit Musik unterlegt zu zeigen. Okay, das ist ein Phänomen, das mir jetzt auch schon öfters aufgefallen ist. Der Fieder ist leer und auch schon jetzt eine ganze Weile wieder leer. Aber an den Fiedern scheinen sich irgendwie trotzdem immer Schweine zu befinden. Das ist jetzt ein, das sind alles. Oh, hoppala. Wo kommt denn der her? Ups, der sieht mich. Jetzt mal ablegen. Wie weit ist denn der weg? 36 Meter. Ja, der wird jetzt ein Eingeweidetreffer sein. Jetzt wechseln wir schnell die Waffe. Und holen uns, bevor die da hinten auch flüchten, von dem Flüchtenden. Den erwischt. Scheinbar nicht. So. Jetzt, ey, das ist das Problem mit dem. Upsala, da vorne steht, glaube ich, noch ein Schwein. Jupp. Wunderbar. Ich befürchte, dass dieser Schuss, der eigentlich, obwohl das Schwein ganz, ganz langsam zieht, muss man bei den Wildschweinen immer viel, viel mehr vorhalten, weil irgendwie scheint es keinen Unterschied zu machen, ob es rennt oder ob es sich langsam bewegt, dass ich da jetzt wahrscheinlich die Eingeweide getroffen habe mit meinem Bogenschuss. Jo, so ist es.
mal schauen, wie sich das ausgeht. Die anderen zwei liegen. Das eine habe ich, glaube, verfehlt. Das Flüchtende. Kann sein, dass ich da einen Tick zu hoch gehalten habe. Mal Glück haben, ist vielleicht sogar das letzte Schwein, das ich da hinten am Hang beschossen habe. Das ich mit dem Bogen beschossen habe, da müssen wir gar nicht lang nachsuchen. Nee. Ich glaube, das Flüchtende, an dem ich vorbeigeschossen habe. Okay, dann hole ich jetzt erstmal das da hinten. Rennen wir mal ein Stück. Ist ein Weibchen auf 200 Meter. Lungenschuss. Das ist halt klasse an diesem wirklich starken Kaliber. Das ist auch auf 200 Meter wirklich noch super Wirkung zeigt. Nachteil für die Distanzschüsse ist ein bisschen diese nur die relativ kleine Vergrößerung. Ihr seht, ich schaue jetzt einmal kurz hier über den Wall aufs nächste Feld. Weil mich das jetzt gewundert hätte, weil da ja auch die anderen Schweine weggeflüchtet sind. Wobei, da hinten steht eins. Können wir vielleicht gleich nochmal einen Schuss anbringen, in der Hoffnung. Das ist ein Keiler, das könnte sogar der sein. Oh, das waren sogar mehr wie eins. Okay, jetzt mache ich mal schnell da hinten einen Punkt, dass wir noch irgendwie die Orientierung behalten. So. Also ich check immer erstmal noch die nächsten Felder lieber ab, ob da noch was steht. Dann können wir das eine Schwein, das wir hier noch am leeren Fieder geschossen haben, einsammeln. Wir können gleich auch noch schnell am Fieder vorbeigehen. Dann seht ihr auch, dass er wirklich leer ist. Also wenn ich ehrlich bin, wenn der 100% hat, sind hier weniger Schweine, wie wenn er nichts hat. Ist ein bisschen verrückt. Ja, 185 Meter Doppellunge. Also ihr seht, die 45er, diese Buffalo Rifle ist wirklich klasse. Und hier ist die Spur von unserem beschossenen Schwein. Hier seht, kein Futter drin. Also, wenn ihr irgendwo Schweinefieder sitzen habt, die ihr mal eine Zeit lang im Betrieb hattet und die gut funktioniert haben, lohnt sich's auch, wenn die leer sind und ihr die nicht unter Futter haltet, lohnt sich's da vorbeizuschauen, gerade vor allem zum Beginn der Jagd. Dort hinten liegt ein totes Schwein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das ist, das wir jetzt gerade am Ende noch mit der 4570 beschossen haben. Oder ob es das ist, das wir hier tracken. Wir gehen mal wieder normal aufrecht in die Richtung. Können uns jetzt ja mal einen Spaß mit diesem Fasan erlauben und gucken, ob wir den mit dem Bogen bekommen. Allerdings versinkt er jetzt im Boden. Ich sehe nicht mehr richtig, in welche Richtung er steht. Blöd. Ich würde schon gern sehen, in welche Richtung der Kopf zeigt, weil wenn ich pfeife und er fliegt irgendwo hin. Wenn der seitlich wegfliegt, ist die Chance gleich null, dass ich ihn bekommen kann. Nun ja. Moment. Ist das tote Schwein dort hinten?
Nö, ist gar kein Schwein. Ah, jetzt fliegt er von selber weg. Okay. Also ich würde jetzt fast sagen, das Schwein dort hinten ist das wir mit dem Bogen beschossen haben. Und hier, der Spurenlage nach, könnte es der Anschuss von dem anderen sein. Das ist so. Das ist zumindest mal. Das sind zumindest mal Schweinespuren, war aber kein Blut. Vielleicht ist es sogar dasselbe und wir haben. Ah, hier ist der andere Anschuss. Body. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Haben wir wahrscheinlich aufs Schulterblatt gehämmert. Ah, da bin ich zu langsam. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass der so langsam zieht. Das ist viel zu weit. Wäre schön über uns hinweggeschossen. Okay, aber ihr seht. Pfeil steckt ein Stück zu weit hinten, noch einen Ticken hoch. Ah, nein! Body mit 151 Meter. Ah, okay, dann habe ich wahrscheinlich bei dem Nachschießen am Fieder, war der dann doch nicht vorbei. Dann können wir jetzt über die Verwundungszeit mit dem Eingeweideschuss auch nicht so viel sagen, weil wir haben jetzt trotzdem noch diesen anderen Bodyschuss. Bodyshot, den hier. Von diesem Schwein. Aber ihr seht schon, die Prozente gehen hier mit dem starken Kaliber rapide nach unten. Das heißt, ich werde jetzt suchen. Und wenn ich es habe, red mal weiter. Ja, und hier liegt schon. Ihr seht, es ist jetzt keine 100 Meter weit gekommen. Mit einem Bodyshot auf 190 Meter, also die 4570 Buffalo ist wirklich eine Macht. Kann ich also ruhigen Gewissens empfehlen. So. Ich möchte ungern hier durch den Wald pirschen. Unübersichtliches Gelände. Macht uns noch so wahnsinnig viel Spaß und Sinn, vor allem in dem Video. Das heißt, ich renne jetzt hier erstmal noch ein Stück weit aus diesem Gebiet hier raus. Okay, da hat ein Rehbock gecallt, der steht hier irgendwo auf dem Wall. Den callen wir uns jetzt einfach her, würde ich sagen. Und versuchen den Bogen zu erlegen. Ja, dort kommt er. Gar kein so unverkehrter. Nö, schöner Bock. Hoffen wir mal, dass er uns nicht mitkriegt, während wir den Bogen ziehen. Weil es ja doch eine ganze Weile dauert.
Sollte ein Doppellungentreffer sein. Ja. Aus irgendeinem Grund fallen die Rehe nicht mehr bei Bogenschüssen mit einem Doppellunge nicht mehr direkt um. Was ich echt widersinnig finde, weil die großen Tiere eigentlich alle umfallen. Also ich kann auch 40 Meter Braunbären mit dem Bogen hier in der Spur umkippen lassen, aber Rehböcke funktionieren scheinbar nicht. Ist irgendwie, ich weiß nicht, woran das liegt. Also müsste mich jetzt arg wundern, wenn das keine Doppellunge gewesen wäre. Ja, Doppellunge, also perfekter Schuss eigentlich. 190, schöner Bock hier. Machen wir mal einen Trophy Shot. Wie steht das Licht? So. Immer gucken, dass ihr das Licht von vorne habt, wenn ihr einen Trophy Shot macht. Leider hält der Avatar den Bogen immer noch ein bisschen ja, nicht arg repräsentativ, wenn man ihn zückt. Der Bock sieht aber wirklich ganz gut aus. Ja. Schauen wir mal, dass wir hier einen schönen Trophy Shot kriegen. Ja, dann haben wir doch schon eine schöne Trophäe uns jetzt hier erspielt. Und wir können mal schauen, was das Spiel sonst noch für uns bereithält. Nochmal ein Rehbock. Auch ein ganz netter. Ich kann ihn noch nicht spotten. Ist jetzt, ich denke, nicht ganz so kapital wie der, den wir gerade eben bekommen haben. Ich will versuchen, im Endeffekt das gleiche nochmal zu machen, was wir gerade gemacht haben. Wir callen ihn her und erlegen ihn mit dem Bogen. Ja, also wie gesagt, der ist auch nicht so verkehrt, allerdings scheint er mir kleiner zu sein als der, den wir gerade eben bekommen haben mit 190, was ja wirklich schon ein wirklich ordentlicher Score ist. Ich würde ihn schon eher in der 120 bis 130er Klasse. Also der. Ah, obwohl der, wenn man jetzt sieht, von unserer Seite aus das linke Gehorn ist deutlich kürzer. Also haben wir eine Asymmetrie. Ist ja natürlich jetzt nicht so gut. Wieder 20 Meter weg. Jetzt wieder hoffen, dass er uns nicht mitbekommt, während wir den Pfeil einlegen. Und wir würden wieder das gleiche Spiel erleben. Jetzt müsste dann gleich genau zusammenbrechen. Ja, und wir haben den Bogen abgelevelt auf Level 8. Ist auch was mir aufgefallen ist, die neuen Waffen scheinen sich schneller zu leveln wie die alten. Also bei den alten Bögen, wenn ich Level 6 oder 7 erreicht hatte, hatte ich so um die 250, also zwischen Level 6 und Level 7 war meistens erreicht, dass man die 250 Abschüsse, was ja früher sozusagen die Waffe vollschießen war,
hatte. Und ich habe jetzt hier noch keine 200 Abschüsse und bin schon bei Level 8. Ja, wieder Doppellunge, wieder das gleiche Phänomen, dass er 5 Sekunden lebt. Ja, 130, ganz gut geschätzt. Da braucht man keinen Trophy-Shot, denke ich. Ja, ich weiß es nicht. Vielleicht schauen wir noch schnell auf das Feld hier vor uns, ob dort noch was steht. Ansonsten, da ich das Format ja uncut machen will und wir haben jetzt hier zwei Rehböcke und ich glaube vier Schweine in der halben Stunde. Also jetzt ist das Spiel eine halbe Stunde auf. Ich hab's auf. Ah, da ist jetzt ein Fasan. Das ist zwar nicht so sportlich, aber hier im Wald kriegt man eh nicht hochgepfiffen. Und bevor er uns hier wegfliegt und irgendwas aufschreckt. Also normal versuche ich ihn schon aus der Luft zu schießen. Aber hier im Wald, wenn ich pfeife, rennt er nur weg. Ist jetzt auch nicht so der Bringer. Deswegen bin ich jetzt gerade am Überlegen, was wir zum Abschluss noch machen. Also ich will jetzt auf jeden Fall mal noch dieses Feld hier einblicken. Da wir den Rehbock ja leise geschossen haben, ist die Chance, dass hier noch was steht, ist nicht so gering. Allerdings sehe ich hier nichts. Dann hätte ich gesagt, wir können zum Abschluss noch gucken, ob wir noch mit der Blinkenden ein paar Gänse schießen können. Jetzt machen wir eine Schnellreise hierher. Kriegen schon Gänsecalls. Natürlich muss ich jetzt dann die Blinkenden auch mitnehmen. Na, alles ein bisschen träge hier. Ne? Hier passiert. Ist jetzt das Spiel abgestürzt? Ich kann gar nichts mehr klicken.